Ja, herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen oder schönen guten Tag in die vorosterliche Runde. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind zum Webinar. Es freut mich ganz besonders, dass wir heute mit der FELS und mit dem Herrn Bayer einen ganz neuen Weg beschreiten können. Also weg von dem reinen Investmentthema hin auch zu dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, die immer mehr an Bedeutung gewinnen soll und in dem Fall auch mit anderen Themen als den Versicherungslösungen belegt werden sollte. Insofern haben wir hier einen ausgewiesenen Fachmann mit dem Herrn Bayer, der das ja schon, er wird zu seiner Person sicherlich noch einiges sagen, über sozusagen Jahrzehnte Geschäft. Und es freut mich, dass wir heute in dieser Runde zusammengekommen sind, hier einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Hoffe auch, dass es Ihnen einen Mehrwert bringt, sich von einer ganz anderen Seite mal der betrieblichen Altersvorsorge zu nähern und wünsche Ihnen in dem Fall jetzt natürlich auch viel inhaltlichen und fachlichen Input und ja, freue mich dann, dass wir im Zuge dessen in der nächsten Zeit da auch, denke ich, auch praktische Erfahrungen sammeln dürfen und sammeln können und der Herr Bayer uns da auch lanciert und hilfreich zur Seite steht mit seinem Fels. In dem Sinne erstmal einen schönen Tag und auch schon ein schönes Osterfest. Ja, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar zusammen mit IQ Quadrat Strategies GmbH, mit Herrn Erfurt. Herr Erfurt, danke für die Begrüßung und Einleitung. Es ist tatsächlich ein neues Investment-Thema zum Einsatz von Investments, diesmal in der BAV. Und der Hintergrund ist, dass einfach hier die Türen wirklich offen stehen. Und die Frage, die ich beantworten möchte, ist der Zugang über Nutzen oder Risiken. Der bessere Zugangsweg in der betrieblichen Altersvorsorge, den möchten wir hier beantworten. Vielleicht zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Manfred Bayer, vom Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich bin Geschäftsführer der FELS Penstrang GmbH, einer auf betriebliche Altersversorgung spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich bin Partner der FELS Rechtsanwälte, Steuerberater GbR. Ich bin Vorstand in verschiedenen Unterstützungskassen und auch Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Pauschalodierte Unterstützungskasse. Und ich möchte Ihnen heute ein Thema präsentieren, das Sie vielleicht ein ganzes Stück in Ihrer beruflichen Arbeit weiterbringen kann, für viele neue Horizonte und neue Möglichkeiten eröffnen dürfte. Die Finanzdienstleistungsbranche ist ja derzeit in einer Neuausrichtung und so eine Neuausrichtungsphase bringt ja immer sehr viele Vorteile, sehr viele Möglichkeiten mit sich, nicht für jeden. Viele leiden auch unter Umbrüchen, unter Neuausrichtungsphasen. Aber es ist eine Neuausrichtung einfach notwendig. Neue, teilweise neue Vergütungsmodelle, neue Ansätze und neue Wege den Kunden gegenüber, die man im Prinzip leisten und bringen muss. Viele neue Dienstleistungen, neue Produkte, die entstehen, weil sie einfach alte, teilweise jahrzehntelang traditionelle Produkte wie Versicherungen, verschiedene Bankprodukte, die Bankberatung als solches, alles andere als bewährt hat und wo immer mehr ein Trend ist, Zunahme professioneller Vermögensverwaltung, was auch in vielen Bereichen deutlich neue Wege zeigt. Und wenn man das mal was im Umbruchbau anschaut, es geht ja um das Lebensgeschäft. Das Lebensgeschäft, das ist, man kann es auf einen kurzen Nenner bringen, mehr oder weniger tot. Das Privatgeschäft wird immer schwieriger. Die Kunden werden immer kritischer und auch immer aufgeklärter. Wenn man es ganz einfach sagt, die Kunden rechnen nach und dann stellen halt sehr viele Kunden fest, dass die eingezahlten Beträge garantiert in vielen Fällen gar nicht herauskommen können, dass lange Jahre die Verträge negativ sind, teilweise bis zum Schluss und dass Renditen einfach nicht gegeben sind. Im betrieblichen Altersversorgungsbereich, im BAV-Geschäft, schaut es ähnlich aus. Früher waren verschiedene noch erfolgreich mit dem Thema Rechtsanspruch und Sozialversicherungsersparnis, die den Unternehmen sehr viel bringt. Jetzt spricht man hauptsächlich von Risiken und erfährt eigentlich, weil eben Versicherungen dahinter stehen, eine weitläufige Ablehnung. Es ist wirklich zu sehen, sobald man das Wort Versicherung nicht mehr im Mund nimmt, sobald Alternativen zur Versicherung hinter der betrieblichen Altersvorsorge stehen, sind die Unternehmer auch wieder offen und sind sie auch wieder aufgeschlossen. Erst dieses Wochenende, also letzte Woche, hat es ja die erste Versichererinsolvenz gegeben. Ich glaube, die Berliner Versicherungs AG, BVAG, die hier in die Insolvenz gegangen ist. Etwas, was man viele noch behauptet haben, geht nicht.
gibt es nicht. Ja, und was ich Ihnen zeigen möchte, ist ein alternatives Modell mit offenen Türen. Mit offenen Türen aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es einfach Versicherungen ausschließt und andere Möglichkeiten öffnet. Und Versicherungen sind für mich ein bisschen der Zug in die falsche Richtung oder wenn man es mit den Lakota-Indianern bezeichnet, die ja gesagt haben, wenn du feststellst, dass dein Pferd tot ist, steig ab. Und wer im Zug in falscher Richtung sitzt, der sollte auch schnell aussteigen und sich andere Lösungen suchen. Und eine andere Lösung wäre die Unternehmerbank oder die pauschalnotierte Unterstützungskasse. Und wenn Sie das von Vermögensverwaltungsseite, von alternativen Investments her sehen, breit gestreuter, risikoarmer Vermögensanlage, ist natürlich das eine Chance, hier in einem gigantischen, offenen Markt einfach teilzunehmen, einfach Fuß zu fassen. Ja, und das, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist die sogenannte Unternehmerbank, also wenn Sie so wollen, die hauseigene Bank. Und ich beginne damit ein Zitat von Bertolt Brecht, der gesagt hat, nur Dilettanten überfallen eine Bank, wahre Profis gründen eine. Und wie einfach man so eine Unternehmerbank bitte in Anführungszeichen, ist kein Kreditinstitut im herkömmlichen Sinn, sondern ein betriebswirtschaftliches Instrument, gründen kann, möchte ich Ihnen zeigen. Und die Unternehmerbank und damit auch Ihre Möglichkeiten der Kapitalanlage stellt man Unternehmer nicht vor über das Stichwort betriebliche Altersversorgung, weil meistens schon schneller der Hörer auf der Gabel liegt, als man das Wort betriebliche Altersversorgung sagen kann, weil es einfach verbrannt ist, weil es einfach gleichgesetzt wird mit Versicherung. Sondern wir stellen das dar mit den zwei Themen, wo wir sagen, das sind strategische Themen, die Unternehmer wirklich bewegen. Erstens, wie werde ich der begehrteste Arbeitgeber in meiner Region? Das heißt, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, wie werde ich hier erfolgreich? Und wie schaffe ich es Monat für Monat zusätzliche frei verfügbare Liquidität zu unschlagbar günstigen Konditionen ins Unternehmen zu bekommen? Also zwei Themen, die grundsätzlich mal ansprechend sind und die grundsätzlich auf das Interesse von Unternehmern stoßen. Weil frische, frei verfügbare Liquidität Monat für Monat ist einfach eine Möglichkeit, wenn es zu günstigsten Konditionen ist, da kann ein Unternehmer was draus machen, da kann er sich Reserven aufbauen, Liquiditätsreserven, auch wenn er in die Anlage geht, baut er sich Liquiditätsreserven auf, mit denen er in jeder Situation reagieren kann. Die Akquise erfolgt also nicht über den Begriff BAV, sondern über Themen wie Fachkräftemangel und über Themen wie Liquidität, Liquiditätsaufbau, Mitarbeiterbindung, Gewinnung. Solche Themen sind hier die Hauptmotivatoren. Oder eben, wenn es direkt um das betriebliche Altersversorgungsthema gehen sollte, eben Ihr Argument, breit gestreute Vermögensverwaltung in der betrieblichen Altersversorgung deutlich besser als Staatspapiere in Versicherungen mit den ganzen Risiken und Szenarien, die letztendlich dahinter stecken. Und wie man die Unternehmerbank erklären kann, das ist, denke ich, sehr einfach. Ich benutze dazu bei Unternehmen normalerweise nur eine Folie, auf der ich 90% von Nutzen und Funktion darstellen kann. Und ich vergleiche in dem Fall immer eine Versicherung mit der Unternehmenskasse oder mit der Unternehmensbank und sage einfach, Versicherung ist ein kostenintensives Konstrukt. Wie funktioniert? Wir haben einen Arbeitgeber, vielleicht auch einen Arbeitnehmer, der zum Beispiel auf 100 Euro von seinem Brutto verzichtet und diese 100 Euro bittet, unversteuert, unverbeitragt für eine betriebliche Altersversorgung zu verwenden. Wenn der Mitarbeiter so eine Entgeltumwandlung macht, steuer- und sozialversicherungsfrei, macht der Arbeitgeber mit den 100-Euro-Schein normalerweise eins, er überweist diesen 1:1 an eine Versicherungsgesellschaft. Und in dem Punkt ist bereits ein, aus meiner Sicht großer Nachteil, passiert. Die 100 Euro fließen unwiderruflich, unwiederbringlich aus dem Unternehmen ab. Da kann er sagen, ja, wenn er Gehalt zahlen würde, wären die auch unwiederbringlich, unwiderruflich abgeflossen, sage ich ja, soweit richtig, aber dann wäre auch alles erledigt. Hier haben wir den Problemfall, dass die Liquidität abgeflossen ist, die Haftung, die bleibt aber bei unserem Arbeitgeber zurück. Das Geld ist weg, aber der Arbeitgeber haftet weiter für die 100 Euro. Wenn Sie mal vorstellen, die sind bei der Versicherung, der Arbeitgeber weiß nicht einmal genau, was mit den 100 Euro gemacht werden. Er weiß genau, sobald die einbezahlt sind, ist ein großer Teil schon nicht mehr da durch Gebühren und durch Kosten.
aber er hat weder große Auskunftsrechte noch große Informationsrechte, was mit dem Geld passiert. Er weiß, vermutlich wird es in Staatspapieren jeglicher Couleur und Länder angelegt und hat damit je nach Einstellung ein unterschiedlich gutes oder schlechtes Gefühl dabei. Zurück bekommt er jedenfalls nichts mehr. Also ein Arbeitgeber, alles andere als interessant, Geld weg, Haftung bleibt bei ihm. Aus Mitarbeitersicht schaut es nicht besser aus. Ich bemühe hier mal eine Studie von Franke und Bornberg. Vor 2 Jahren haben die ausgerechnet 42 untersuchte Lebensversicherungsgesellschaften. Es dauert im Durchschnitt 14,5 Jahre bis teilweise 20 Jahre, bis das eingezahlte Kapital des Mitarbeiters wieder vorhanden ist. Das heißt auf gut Deutsch, es dauert zwischen 14,5 und 20 Jahren, bis da endlich wieder ein 100-Euro-Schein da liegt. Die ganze Zeit dazwischen ist das Geld deutlich weniger, oder mit anderen Worten, jeder Kopfkissenbezug und jede leere Kopierpapierschachtel wäre die bessere Anlagemöglichkeit gewesen für den Arbeitnehmer als in der Versicherung. Und hätte die Versicherung jeder Kopfkissenbezug die natürlich um Längen geschlagen in einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Und das ab dem ersten Tag. Das heißt auch für einen Arbeitnehmer alles andere als interessant. Was machen wir jetzt mit der Unternehmerbank anders? Mit der Unternehmerbank ist die Konstruktion erstmal ähnlich. Wir haben auch einen Arbeitnehmer, der auf 100 Euro verzichtet, und der Arbeitgeber macht nur eins: diese 100 Euro bleiben auch steuerfrei, bleiben auch sozialversicherungsfrei, aber er führt die nicht an eine Versicherungsgesellschaft ab. Diese bleiben im Unternehmen, in der Unternehmerbank. Ganz einfaches Konstrukt: bleiben steuerfrei, bleiben sozialversicherungsfrei, fließen nicht ab, stehen den Unternehmer zur Verfügung. Die Frage ist, warum macht der Mitarbeiter das jetzt überhaupt mit? Warum man das mitmacht, ist eigentlich ganz einfach. Der Arbeitgeber sagt ihm für die 100 Euro, die der Mitarbeiter erst nach 30 oder 35 Jahren bekommt, eine Verzinsung zu. Und die Verzinsung kann jetzt sein 1,25, 1,4, 1,5, 1,7%, was auch immer, was er für fair und angemessen hält. Und im Ergebnis genau das, was er mindestens hofft und damit rechnet, dass er auch am Kapitalmarkt, im eigenen Unternehmen, wie auch immer, mit diesen 100 Euro erwirtschaften, erzielen kann. Also aus Arbeitgebersicht hochinteressant, wenn Sie sich vorstellen, er hat mit den 100 Euro ein extrem zinsgünstiges, extrem sicherheitenfreies Darlehen ohne Bonitätsprüfung und ein extrem langfristiges Darlehen zur freien Verfügung bekommen. Also hochinteressant. Er hat noch ein paar weitere Vorteile wie Steuervorteile obendrauf, die möchte ich hier mal ganz vernachlässigen, aber die 100 Euro bleiben erstmal im Unternehmen zu unschlagbar günstigen Konditionen. Der Mitarbeiter, warum macht er das? Ja, er hat die Verzinsung vom ersten Euro an und damit was ganz was anderes als bei der Versicherung. Er hat Verzinsung vom ersten Euro an und er hat einen 100%igen Insolvenzschutz. Egal was passiert, das Geld, das bleibt ihm erhalten, das durch den Pensionssicherungsverein rückverbürgt im Ergebnis durch die Bundesrepublik Deutschland, und hinterm Pensionssicherungsverein stehen 100.000 deutsche Unternehmer mit 12, 14 Millionen Arbeitnehmern, ist das Ganze abgesichert. Also kein Verlustrisiko, auch mit der Versicherung deutlich besser als Protektor. Also Mitarbeiter absoluten Schutz. Und das ist eigentlich eine Konstruktion, die für den Arbeitgeber und für den Mitarbeiter hochinteressant ist. Und damit erreiche ich zum einen, was ich gesagt habe, unwahrscheinlich hohe Liquidität. Es sind ja nicht bloß ein Mitarbeiter und auch nicht bloß ein Monat, sondern vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter. Natürlich auch gern größere Unternehmen. Und das Ganze mal 12 Monate und mal so und so viele Jahre. Bleibt hier erhebliche langfristige Liquidität. Und für Mitarbeiter bekomme ich hier eigentlich zu jedem Zeitpunkt Leistungen, die 50 bis 100% mehr sind als die Versicherung. Wenn Sie sich vorstellen, der Arbeitgeber ist sehr sparsam, macht nur Zusage mit 1,25%, dann legt man bei der Versicherung rund bei 30-35% Kostenquote durchschnittlich rund 65% an. Das heißt, wenn wir hier 100% anlegen, haben wir schon mal 50% mehr. Kommt zum Schluss natürlich auch 50% mehr raus.
Bei der Versicherung habe ich vielleicht am nächsten Tag, im nächsten Monat von den 100 Euro gerade mal 40 oder 50 Euro übrig. Hier habe ich am nächsten Tag immer noch meine 100 Euro. Da nimmt mir keiner weg. Also die 100 Euro, die bleiben hier erhalten. Die 100 Euro bleiben hier weiter dem Arbeitnehmer erhalten. Und damit habe ich auch eine 100% höhere Leistung am Anfang. Und auch am Schluss bekomme ich noch mindestens 50% mehr raus. Also deutlich interessant für beide und nicht für beide Mitarbeiterbindungseffekte. Ja, wenn man jetzt das mal zusammenfasst, wir haben ein unschlagbar günstiges langfristiges Darlehen der Mitarbeiter. Wir haben ein Darlehen ohne Sicherheiten und ohne Bonitätsprüfung. Wir haben einen Weg zu Krediten ohne Banken und ohne Basel II und III. Wir haben wirklich einen einfachsten und wirkungsvollsten Weg der Mitarbeiterbindung. Wir vermeiden hohe Fluktuationskosten, wenn wir den Mitarbeiter binden. Wir bringen Vorteile wirklich für jeden, haben hier flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Und die ganz entscheidende Zahl, wenn man da nur mal über den Daumen eine Nenngröße nennen möchte, wir haben zwischen 1.500 und 2.500 Euro Liquidität pro Jahr und Mitarbeiter. Und das heißt, in einem 20-Mann-Unternehmen haben wir schnell einmal 40.000 Euro Liquidität im ersten Jahr. Und nach 10 Jahren liegen wir da schon einmal bei rund 400.000 Euro, was hier an Liquidität zusammenkommen kann. Wenn einer das rein als Liquiditätsreserve sieht, haben Sie nicht das Gleiche als potenzielles mögliches Anlagevolumen, das hier natürlich auch am Kapitalmarkt angelegt werden kann oder auch angelegt werden soll, wenn ich mir langsam Reserven aufbauen will. Also hochinteressant für alle Beteiligten. Ganz wichtig, wir machen auch regelmäßig höhere Arbeitgeberzuschüsse als in der Versicherung. In der Versicherung kennen Sie es häufig, gibt es 20% Arbeitgeberzuschuss. Die 20 Euro fließen auch an die Versicherung ab, genauso wie ich es oben gezeigt habe. Die 20 Euro, von denen ist auch ein Großteil am nächsten Tag nicht mehr da. Es dauert aus Mitarbeitersicht vielleicht keine 14,5 bis 20 Jahre, sondern vielleicht 10 Jahre, bis der eingezahlte 100-Euro-Schein des Mitarbeiters vorhanden ist. Scheidet der Mitarbeiter aus, egal ob nach 1, 2, 3, 4,5 oder 7 oder 8 Jahren, die Liquidität des Arbeitgebers ist weg. Der Arbeitgeber hat auch keinen Fluktuationsgewinn. In der pauschalotierten Unterstützungskasse ist es ganz anders. Hier machen wir regelmäßig größere Zusagen. Manchmal sogar 50% Zuschuss im Durchschnitt. Warum können wir das machen? Ganz einfach, weil uns die Liquidität nicht abfließt. Wir müssen dann keine Versicherung bezahlen. Die Liquidität bleibt im Unternehmen. Das ist erstmal nur ein Versprechen. Und dieses Versprechen führt zu einem betrieblichen Aufwand und damit zu einem Steuerzufluss. Das heißt, wir haben einen Liquiditätszufluss statt einen Abfluss, uns fließen Steuern zu, ersparte Steuern zu oder eben weniger ab. Wir machen auch immer zwei verschiedene Zusagen. Das heißt, scheidet ein Mitarbeiter nach 1, 2, 3, 4,5 Jahren aus, bekommt der Arbeitgeber finanziert gar nichts, der Anspruch ist null. Das Arbeitnehmerfinanzierte bleibt ihm natürlich erhalten, aber Arbeitgeber finanziert natürlich null. Und wir haben keine Rückstellungsauflösung bei einer Fluktuation. Das heißt, ich bilde für alle meine Mitarbeiter Reserven und generiere Steuervorteile. Wenn die dann fluktuieren innerhalb von 5 Jahren, bleiben die Steuervorteile konserviert. Ich muss die nicht zurückzahlen und die stehen faktisch den anderen Mitarbeitern zur Verfügung. Und das ist natürlich ein hochinteressanter Effekt und führt dazu, dass natürlich solche Arbeitgeberzuschüsse sich leicht aus dem Steuervorteil in Verbindung mit einer Fluktuation finanzieren können. Also hochinteressantes Mitarbeiterbindungsinstrument. Und natürlich vernünftige Arbeitgeberzuschüsse führen auch dazu, dass viele Mitarbeiter mitmachen. Wir haben da regelmäßig 80-90%, die Mitarbeiter tendenziell mit höheren Beiträgen mitmachen und natürlich ordentlicher Arbeitgeberzuschuss obendrauf kommt. Und von daher natürlich interessant für alle Beteiligten, für den Mitarbeiter, für den Arbeitgeber und letztendlich auch für den Berater. Also unter Liquiditätsgesichtspunkten nochmal ganz kurz, 1.500 bis 2.500 Euro Liquidität pro Jahr und Mitarbeiter. Die Rückdeckung, die Sie bilden, ist jederzeit liquidierbar, da wird nichts verpfändet oder Ähnliches, weil wir den Insolvenzschutz per Gesetz haben. Sie bilden damit Krisensicherheit, Reservepolster, investieren vielleicht auch ein Stück weit sachwertorientiert, breit gestreut,
schaffen Bankenunabhängigkeit, wenn sie vielleicht hergehen und nicht alles investieren und natürlich am Anfang hier erstmal Kontokorrent zurückzahlen, vielleicht auch Bankdarlehen zurückzahlen, so ein Teil und nur ein Teil investieren und erreichen natürlich hohe Gewinne und Erträge aus der internen und externen Kapitalanlage. Und zwar immer dann, wenn ich mehr erreiche und mehr erwirtschafte als zum Beispiel die 1,25%, die ich dem Mitarbeiter zusage. Und wenn ich jetzt professionelle Vermögensverwaltung einschließe, sind halt die Dinge, die wichtig sind. Fungibilität, zumindest weitgehend, dass ich an die Anlagen in einem bestimmten Bereich auch wieder drankomme. Und ich komme immer eigentlich schneller dran als bei einer Versicherungslösung. Und dann komme ich während der gesamten Laufzeit nicht dran. Sicherheit, dass es einigermaßen breit gestreut ist nach verschiedenen Grundsätzen. Dass ich Sachwerte im Prinzip auch drin habe. Dass ich Risikominimierung und eine Streuung erreiche und eine Risikosteuerung auch erreiche und im Prinzip eine breite Streuung habe. Und anlegen kann ich das Geld in zweierlei Art und Weise. Entweder auf der Unternehmensebene, dass der Unternehmer das Geld direkt anlegt, damit vielleicht auch noch Steuervorteile generiert, die bei so einer Vermögensverwaltung manchmal sich ergeben, sei es im Aktienbereich durch Steuerfreiheit oder sei es, wenn andere Werte drin sind, die zu Abschreibungen führen. Oder ich kann das natürlich auch komplett im steuerfreien Bereich anlegen, auf UKAS-Ebene. Die UKAS ist eine soziale, steuerfreie Einrichtung, zahlt keine Steuern. Vielleicht an der Stelle ganz wichtig, Fels, wir führen also keinerlei Kapitalanlageberatung durch. Wir beraten hier nicht, wir informieren hier nicht, wir haben kein Verständnis. Das ist ein Sonderthema, was neben unserer arbeits- und steuerrechtlichen Kompetenz von Ihnen zum Beispiel als Beratern in der Vermögensanlage gemacht und betrieben und durchgeführt werden kann und sollte. Vielleicht ein Exkurs für manche, die in dem Thema drin sind, ist immer das Stichwort BAV verstecken statt verkaufen. Man kombiniert derzeit sehr viel mit Lohnkostenmanagement, mit Nettolohnoptimierung, betriebliches Entgeltmanagement, wie immer man das nennt, erreicht dann eine Mehrliquidität, ohne dass es mehr an Brutto gibt, ohne dass das Gehalt erhöht wird, wird der Nettolohn erhöht, einfach durch günstige Komponenten. Und aus 70, 80 Euro netto nach der Optimierung können Sie 150 Euro kostenlose BAV draus machen, da noch einen Arbeitgeberzuschuss obendrauf, der regelmäßig auch 20, 30, 40 Prozent beträgt und haben hier eine ganz vernünftige Versorgung aus dem Nichts. Und für mich ist deshalb so wichtig, weil häufig wird die Nettolohnoptimierung kombiniert mit Versicherung, also ein sehr sinnvolles und sehr gutes und effizientes Instrument wird durch eine ineffiziente Versicherungslösung aus meiner Sicht mehr als konterkariert und eigentlich fast ausgehebelt. Im Ergebnis haben wir Win-Win für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Das Geld bleibt im Unternehmen, die Wertschöpfung bleibt im Unternehmen, die Erträge, die man mit dem Geld erwirtschaften kann, bleibt im Unternehmen. Und Sie können sich leicht vorstellen, wir haben immer ein starkes Unternehmerinteresse und auch eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern. 80-90% sind hier die Regel. Als Berater haben Sie natürlich die Vorteile, Sie haben stornofreie Einrichtungsgebühren, an denen Sie partizipieren. Sie haben eine jährliche Vergütung für die Betreuung und natürlich Produktkordage aus Kapitalanlagen, die bleiben Ihnen 100% 1:1 enthalten. Das machen Sie auf eigenen Namen, eigene Rechnung. Wir machen hier keine Vorgaben, keine Empfehlungen, keine Einschränkungen, gar nichts. Sie haben einen leichten Zugang zum Firmengeschäft, können Ihre Kontakte, die Sie haben, nutzen und teilweise auch vergolden und veredeln. Und wir können Sie auf Wunsch individuell unterstützen und begleiten vor Ort, genau in der Intensität, in der Sie das gerne möchten. Vielleicht beginnen mit ersten Webinaren oder Zweierkonferenzen mit dem Unternehmer am Bildschirm und dann natürlich auch die Betreuung und Unterstützung vor Ort. Vielleicht noch kurz zu uns. Wir sehen uns als Qualitätsmarktführer im Bereich. Wir bieten durch die direkte Beauftragung der Rechtsanwälte und Steuerberater Sicherheit für alle Beteiligten. Uns gibt es bereits seit 1924 die Fels Rechtsanwälte Kanzlei mit über 20 Rechtsanwälten, auch mit entsprechender Größe, was vieles in der Erklärung erleichtert. Und mit unserem Vertragswerk und wie wir das gestalten und mit Ihnen durchführen, sind Sie also weitestgehend enthaftet und haben also maximalste Rechtssicherheit.
Die Kernkompetenzen von uns, Rechtsanwälte, Steuerberater, Betriebswirte, haben wir alle im eigenen Haus, meistens oder nicht meistens, jede Person mindestens doppelt besetzt, manchmal mehrfach besetzt. Wir haben die Erfahrung in der Verwaltung seit 1999, die Rechtsanwälte gibt es seit 1924. Wir verwalten mehr als 1000 Unternehmen in unserem BAV-Bereich, bieten Flexibilität und Kompetenz und letztendlich für Sie und den Mandanten Rechtssicherheit, Verwaltung und Controlling, dass wir alle entsprechenden Werte, Barwerte, Zahlungszeitpunkte entsprechend liefern, damit auch Sie als Anlageberater in der Vermögensverwaltung jederzeit darauf aufbauen können und darauf die Anlagepolitik auch risikoorientiert abstellen können. Das Fazit ist, Sie haben wirklich mit dem Thema offene Türen und vielfältige Beratungsansätze. Sie lösen die drängendsten unternehmerischen Herausforderungen. Wir haben einen ungesättigten Zukunftsmarkt mit stetig steigender Nachfrage. Sie haben die Möglichkeit, Vermögensverwaltung, Sachwerte in der BAV einzusetzen und stoßen hier wirklich auf offene Ohren. Und Sie haben auch hervorragende Verdienstmöglichkeiten und Möglichkeiten zu einem Bestandsaufbau. Damit werde ich mit diesem Thema heute am Ende. Ich danke Ihnen bis hierher für die Aufmerksamkeit. Möchte jetzt auch den Herrn Erfurt wieder freischalten und schalte auch weitere Teilnehmer frei. Wenn es noch Fragen gibt, gerne an dieser Stelle.